Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Online-Laden für gebrauchte Klemmbausteine. Und ich habe euch heute wieder etwas mitgebracht, das ich euch gerne zeigen möchte. Dazu eine Geschichte vorab. Ich hatte ja in den anderen Videos schon erwähnt, dass es auch durchaus noch andere Klemmbausteine-Hersteller gibt, außer Lego. Und diese wollte ich euch natürlich auch gerne zeigen. Jetzt begab es sich also, dass Blue Bricks, ein großer deutscher Versandhandel, zur Zeit, da auch sie Corona-bedingt viel ihre Läden geschlossen haben, ein schönes Modell hatte, das mich nämlich sehr interessiert hat. Und zwar, so wie sie hier steht, die Union Pacific Big Boy, die UP4000er Reihe. Großartiges Dampflokmodell. Ich liebe Dampfloks, es gibt nichts Schöneres. Und selbst eine meiner schönsten Flitterwochenerinnerungen hat damit zu tun, dass wir mit einer historischen Dampflok gefahren sind. Es war wunderschön. Züge im Allgemeinen geben mir nicht wahnsinnig viel, vor allen Dingen die elektrischen nicht, aber Dampfloks, Wahnsinn. Die Ankündigung davor habe ich schon vor Monaten gesehen, habe mich sofort in den Newsletter eingetragen und vor ziemlich genau 9 Tagen kam die Meldung, sie ist da, sie ist erschienen. Und was mache ich dann natürlich? Ich bestelle die sofort. Und dann habe ich sie bekommen. Und dann dachte ich mir, ja, ich bin bei Blue Bricks als ganz normaler Kunde angemeldet. Ich bin dort nicht als Gewerbetreibender angemeldet. Das heißt, ich habe den ganz normalen Preis von 64,95 für dieses Set bezahlt, so wie jeder andere auch. Plus Porto waren wir bei 70 Euro. Dachte ich mir aber, ist ein UP4000, ist er wert. Nun vorab, das ist mein erstes Blue Bricks Special Modell. Designt werden diese Modelle von Blue Bricks selbst. Der Designer hier heißt Alex. Grüße an diesen Herrn. Und dann auch vertrieben. Ich bin mir nicht sicher, wo sie die Steine für diese Sets hernehmen. Deshalb möchte ich Spekulationen hier darüber einfach außen vor lassen. Und euch dieses Set zeigen, so wie es ist. Ihr seht, das ist ein ganz schöner Oschi. Aber wir fangen erstmal von vorne ein. Auch Blue Bricks benutzt Setnummern. Die Setnummer hierfür ist die 102921. Offiziell heißt das Ding Lokomotive USA UP4884. Das nicht die 4884, aber egal. Lassen wir es mal so dahingestellt. Um euch nun diese Sets zu zeigen, gehe ich davon aus, der ein oder andere von euch hat vielleicht schon Blue Bricks ein bisschen Erfahrung, aber ich zeige es euch an dieser Stelle für all die Leute, die noch nie etwas bei Blue Bricks bestellt haben. Ihr könnt noch andere Hersteller dort bestellen. Die Seite finde ich persönlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kommt damit klar, wenn man sich auseinandergesetzt hat. Was ich schwierig finde an der Blue Bricks Seite ist, dass es... sie listen alle Sets, die sie irgendwann mal hatten und meistens steht dann dort, das Set ist ausverkauft, weil es das nicht mehr gibt. Ich weiß nicht genau, warum sie die dann permanent drin lassen, denn mich persönlich verwirrt das immer, wenn ich mich durch hunderte Anzeigen scrolle und in meiste Zeit steht da entweder nicht mehr verfügbar, ausverkauft, bald verfügbar und ich kann eigentlich nur einen Bruchteil davon bestellen. Finde ich sehr, sehr verwirrend. Aber, wie gesagt, wenn man das einmal verstanden hat für sich und dann noch weiß, wie man damit umgehen möchte, kann man damit durchaus arbeiten. Und jetzt fange ich mal an, nicht bei dem Set, sondern ähnlich wie bei den Hidden Sides damals, fange ich mit der Verpackung an. Weil das Set so groß ist, habe ich mir das mal alles auf den Boden gestellt. Das ist eine Blue Bricks Verpackung. Da ist nicht viel drauf. Das ist für mich vollkommen okay. Schlicht und ergreifend ist es nur das Logo drauf. Allgemeiner Warnhinweis auf der Rückseite und an der Seite steht, welches Set drin ist. Das alles für mich vollkommen okay. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der für mich nicht okay ist. Und zwar unter gar keinen Umständen. Opa Klaus. Das ist die Masse der Plastiktüten, in denen die Steine kommen. Diese Plastiktüten sind nicht nach Bauschritten nummeriert. Die sind vollkommen wahllos, sind Steine in diesen Tüten zusammengeschmissen. Heißt, ihr müsst alle Tüten gleichzeitig auseinanderreißen,
Das Set hat 1388 Teile, zumindest laut Hersteller, ich habe es nicht nachgezählt. Und dann habt ihr die alle gleichzeitig auf dem Tisch liegen. Teilt sie euch in Schüsseln auf oder wie auch immer ihr das machen wollt. Aber das sind zig Tüten. Und es waren nur zwei Ziploc-Beutel dabei. Zwei Beutel davon waren sortenrein sortiert. Der Rest war wahllos durcheinander geworfen. Ich habe euch schon mal ein Foto gemacht. Geht gar nicht in meinen Augen. Das ist etwas, das man durchaus problemlos verbessern könnte. Ich stopfe das mal wieder hier rein, weil das ist mir sonst unterwegs. Echt im Weg. Da beim Auspacken und beim Einpacken genau gleich sein. Also so viel erstmal zur Verpackung. Ansonsten kam das Ganze in einem stabilen Karton, jede Menge Papppapier drumherum. Zustellung war super, Versand binnen von 2 Tagen. Top. So wünsche ich mir das. Das Erste, was aber auffällt, ist, und ich habe mich erst gefragt, ob das nur auf der Produktseite so aussieht, aber nein, dieses Set kommt ohne ein Stück Streckenabschnitt. Die Schienen, auf denen ich sie hier stehe, sind Schienen eines dänischen Herstellers. Denn es sind einfach keine dabei. Für mich persönlich ist es so, dass wenn ich eine Lok irgendwo hinstellen möchte, dann brauche ich dafür ein Stück Schiene. Denn es ist alles andere als sinnvoll, wenn die auf diesen schmalen Reifen stehen. Vor allen Dingen in der Größe, die hat ein bisschen Gewicht. Und dann nicht mal ehrlich. Für die ganze Länge der Lok braucht man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schienen. 7 gerade Schienen. Jetzt mal ohne Mist, die hätten den Kohl nicht fett gemacht. Die hätte man echt dabei legen können. Dann. Bedingt durch das wahllose Zusammenwerfen von Teilen bleiben hier exorbitant viele Teile übrig. Also hier sind auch Teile drin, die im Set gar nicht verbaut wurden. Hier sind zum Beispiel 2x4 Bricks in Hellgrau drin, die kommen in dem ganzen Set nicht vor. Und hier sind auch große 6x8 Plates übrig und so ein Kram. Erstaunlicherweise Teile, die ich als Ersatzteile gebraucht habe, die waren nicht mit dabei. Das Set ist laut Hersteller 85 x 7 x 9 cm. Das kommt auch ungefähr hin. Packt da ein paar Schienen drunter, dann habt ihr noch mal ein paar Zentimeter her, aber das kommt sehr genau hin. Worüber reden wir denn jetzt mal zuerst? Ich fange mal bei der Anleitung an. Karton hatten wir ja eben schon. Anleitung. Bei Blue Bricks kriegt ihr Anleitungen ausschließlich digital. Das ist per se für in meinen Augen erstmal kein schlechter Gedanke. Die Druckkosten werden dadurch gespart, dadurch kann man hinterher ein paar Euro am Set sparen, wenn man halt die Bücher nicht drucken muss. Ist auch besser für die Umwelt, weil das ganze Papier nicht gebraucht wird. Auf der anderen Seite muss ich aber während des ganzen Bauprozesses irgendein digitales Anzeigegerät, ob das ein Tablet, ein Smartphone, das ist ein bisschen klein, oder ein PC ist, laufen haben. Also Papier oder Strom, ne? Kann man jetzt wieder, ist eine lange Diskussion. Digital hat auch den Vorteil, ich kann in die Bauschritte hineinzoomen, wenn ich das möchte. Nun hat aber die Anleitung für mich einen ganz entscheidenden Nachteil. Ich ganz persönlich bin ein sehr haptischer Mensch. Ich mag es einfach, Sachen in der Hand zu haben. Und deshalb tue ich mich schwer mit rein digitalen Anleitungen. Noch dazu, wenn es eine Anleitung ist wie diese. Denn zum Beispiel, in der Anleitung wird die ganze Zeit gezeigt, dass hier drin O-förmige Clips verbaut sind. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Verbaut werden hier aber die ganze Zeit U-förmige. Das führt an einigen Stellen durchaus zu Problemen. Dann finden sich Fehler in der Anleitung. Habe ich euch auch ein Bild mit von Bord. Mein Lieblingsstück ist die Stelle, wo das Dach des Führerhauses verkehrt rum abgebildet ist und ich auf die Unterseite, die ich in der Anleitung nicht mehr sehen kann, eine Menge Steine setzen soll. Man muss dann so 15 bis 20 Seiten nach vorne gehen, um zu erkennen, was da drauf gebaut werden soll und wie.
Dann gibt es auch so schöne Ecken, wo Teile aneinander gesteckt wurden und nur das finale Bild da ist und man jetzt aus Bauerfahrung heraus sich überlegen muss, wie das Ganze nun zusammengesetzt wurde. Deshalb eine deutliche, deutliche Ansage. Das ist mit der Anleitung, so wie sie ist, auf gar keinen Fall ein anfängergeeignetes Set. Das würde nur zu Frustration führen. Und die Anleitung hat in meinen Augen einen extremen Überarbeitungsbedarf. Hier sind massive Fehler drin, die auch dafür sorgen, dass das Set nicht so zusammengebaut werden kann, wie in der Anleitung gezeigt wird. Zum Beispiel habt ihr hier an der Seite, zeige ich euch noch mal genauer, so ein paar Streben als Dekoration. Laut Anleitung sollen die genau passen. Tatsächlich müsst ihr aber Teile weglassen, damit sie real auch wirklich passen. Habe ich euch auch Bilder von mitgebracht. Es werden auch ein paar Teile der Pneumatik dargestellt, die in real viel größer sind als auf der Anleitung und deshalb führt es auch dazu, dass sie nicht passen. Das Foto davon ist leider nicht ganz so gut geworden, aber man kann den Abstand, glaube ich, ganz gut erkennen. Also schlicht und ergreifend, die Anleitung ist Bockmist. Und zwar so richtig. Aber nichtsdestotrotz sieht dieses Set, wenn man sich dann durch den Bauprozess hindurch gequält hat, ganz gut aus. Ich guck mal, gucken, kriege ich es noch ein Stückchen nach vorne geschoben? Bestimmt. Jetzt bin ich mal dafür, dass wir uns das Set mal zusammen angucken. Fangen wir mal an. Wir fangen an beim Tender. Ihr habt hier eine Magnetverbindung. Das ist im Prinzip das gleiche System, das auch zum Beispiel Lego benutzt. Das ist jetzt nichts Neues. Jetzt traue ich mich gar nicht, weder die Lok noch den Tender hochzuheben. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Die Radverbindungen sind mit einem einzigen, das ist ein einziger Pin, der das Ganze hält. Und jetzt beim Hochheben ist am Pin auch noch die Plate hängen geblieben. Ich setze das jetzt noch mal drauf, bevor ich sie ganz auseinandernehme. Das ist noch gar keine so gute Idee, stelle ich gerade fest. Und gehe mal einen Schritt zurück. Ich zeige euch erstmal die unglaublichen, wenn ich es jetzt hier wieder drauf kriege. Haha, Klassiker. Ah, ihr seht schon. Das hat mich schon auch ein paar Nerven gekostet bis jetzt. Die unglaubliche Funktion dieser Lok, beziehungsweise dieses Tenders. Es gibt nämlich erbärmlicherweise genau zwei Sachen, was die Lok kann. Das ist. Oh. Ja. Seht ihr, ich bereue das schon, dass ich das Ding jetzt schon hochgehoben habe. Wenn ich das jetzt hier. Ich lasse es einfach weg. Wenn ich das jetzt hier hinten wieder zusammenrödeln muss und das nicht gut funktioniert. Damit ich euch aber nicht. Also hier hinten habt ihr am Tender kleine Türchen. Die gehen auf. Zeige ich euch auch gleich nochmal in groß. Und ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt kann man sich bei einer Länge von 85 cm natürlich fragen, kommt das Stück überhaupt um eine Kurve? Ich habe da ein paar weitere dänische Schienen vorbereitet. Die stecken wir uns jetzt mal hier dran. Und ich schieb's mal noch ein Stückchen in die Seite in der Kamera. Und wir schieben sie mal. Sie hat ja keinen Motor. Das ist ja ein Displaymodell. Und ihr glaubt nicht, wie lange ich schon gefummelt habe, damit ich diese Lok überhaupt so ausrichte, dass ich die über ein Stück Schiene schieben kann. So.
Was passiert jetzt? Hier vorne kommt es rum. Die hängt auf vielen einzelnen Teilen. Und je nachdem, wie weit ich jetzt fahre, komme ich zu dem Punkt, dass hier vorne der Aufbau dafür sorgt, dass die Räder blockiert werden. Und früher oder später fliegt der Aufbau ab. Ergo, dieses Ding kann mit seinem bisherigen Design nicht dazu gemacht worden sein zu fahren. Ist okay. Und da fliegt es auch, da ist es abgeflogen. Ein Graus. Ich lasse es jetzt ab, weil mir fliegt es noch 15 Mal runter. Und vor allen Dingen bleibt sie auch nicht in der Spur. Ich zeige euch auch gleich, warum die nicht in der Spur bleibt. Schieben wir es uns erstmal wieder zurück. Ist also ein Displaymodell. Jeder, der die UP4000-Reihe kennt, sieht dann aber auch, dass die Radkonstruktion hier vorne falsch ist. Es ist nämlich so, dass immer vier Räder über eine Pleuelstange miteinander verbunden sind, genau wie diese vier, und dann einzelne Mechaniken da noch drauf sitzen. Hier hat man immer nur zwei verbunden. Ja, das erhöht die Flexibilität. Damit kann ich um Kurven fahren in der Lego-Welt, beziehungsweise generell in der Klemmbausteinwelt, denn es gibt ja mehr Zuganbieter außer den Hersteller Lego. Wie wir aber an solchen Dekorationsteilen sehen, ist sie nicht gemacht dafür, um irgendwelche Kurven zu kommen. Davon ab, ferngesteuert, die Lok, hier könntet ihr kein, hier ist kein Platz drin, um einen Motor einzubauen. Im Tender wäre noch genug Platz für einen Motor und für einen Akkublock. Falls jemand von euch dieses Set hat und das umbaut, mich würde das sehr interessieren. Ich habe leider nicht die richtigen Motoren im Moment da, sonst hätte ich es mal ausprobiert. Aber das habe ich an der Stelle nicht gemacht. Also was denn? Entweder es ist ein Displaymodell, dann konstruiere ich die Reifen hier unten richtig. Oder es ist ein Modell, das ich bespielen soll, dann lasse ich so einen TINF weg. Oder ich konstruiere den so, dass er mir nicht in der Kurve abfliegt. Das zu den Funktionen. Man kann es schieben und man kann hier ein Türchen aufmachen. That's it. Ja, zurück zum Tender. Oh, diesmal kam es mit. Dieses Teil hier hinten sitzt am Tender hier noch dran, wenn man es nicht runtergerissen hat, so wie ich. So. Im Normalfall steht das ungefähr so, weil hier nicht noch ein Rad dran ist. Das dödelt auch so auf den Gleisen rum und schleift dann hinterher. Es sei denn, man schafft es mit diesem Pin, das so zu stabilisieren, dass der Pin dieses ganze Stück nach oben drückt, also richtig mit Kraft sitzt, dann hält es hier hinten. Und dann sieht das auch nicht mehr ganz so dämlich aus. Und ich frage mich wirklich, warum man diese Schlusskonstruktion hier nicht einfach direkt unter den Tender gesetzt hat. Aber der Tender ist ja sowieso so eine Sache für sich. Wie kann man denn ein Heck, das nicht dafür gedacht ist, um es aufzuklappen, das geht nicht, so konstruieren, dass der keinerlei Querverbindungen hat, so dass der Hintern des Tenders offen ist? Wenn ich das wollen würde, dann würde ich hier Hinges reinsetzen und das nicht so konstruieren, dass es mir einfach, sobald ich es in der Hand habe, es auseinanderfällt. Überhaupt, die ganze Steinqualität hier lässt massiv zu wünschen übrig. Ich habe euch mal ein paar Impressionen mitgebracht davon, was mich nach dem Öffnen dieser vielen Tüten an Steinequalität erwartete. Mein neuer Freund beim Bauen war dann das Cuttermesser. Denn ich hatte tatsächlich etliche Plates, die ich nachbearbeitet habe, weil es aufgrund der schlechten, unfassbar schlechten Art, sie herzustellen, nicht möglich war, diese Plates übereinander zu setzen. Und keine von den von mir benötigten Plates, die so dermaßen beschädigt waren, waren als Ersatz in diesen Massenbeutel dabei. Ich habe zum Zusammenbauen dieses Modells 6 Stunden gebraucht
und hatte zwischendrin, glaube ich, 2 bis 5 cholerische Anfälle. Der Bau macht null Spaß. Null. Das Ding hat Spaltmaße wie ein 67er Mustang. Auch davon habe ich euch ein paar Impressionen mitgebracht. Ein Großteil der hier verbauten 2x irgendwas Plates, 2x12, 2x10, 2x8, sind komplett verzogen gewesen. Auch davon ein Bild. Das führt dazu, dass das komplette Modell in sich verzogen ist. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sie die Spur nicht halten kann. Wie denn auch? Sie ist ja nicht mal im Ansatz gerade. Und selbst hier, diese Konstruktion mit den Pneuelstangen, das ist so unfassbar labberig. Wenn ich die Lok jetzt mal hier hochhebe, auch das hält nicht. Ich nehme es einfach gleich ab, weil das hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich euch das anders zeige. Diese Pneuelstangen, die grauen, die könnt ihr komplett sinnlos rumschlabbern. Das hat keinerlei Stabilität. Wenn ich die jetzt aber richtig dran drücke, so dass ihr auch ein leises Klick hört, sitzen die so straff, dass ihr die Räder nicht mehr bewegen könnt. Dann würde es aber aufhören rumzuschlabbern. Das sieht richtig scheiße aus. Ehrlich. Und da hilft es mir auch nicht mehr zu sagen, ja, scheiße soll man mal nicht sagen. Doch, weil das ist scheiße. Das ist der letzte Rotz. Wer konstruiert denn so? Dann die Hoses. In dieser wunderschönen Zigarre. Oh Gott, man sieht sogar, wie schief die. Also ich sehe es. Ich hoffe, ihr seht es auch, dass die richtig in der Mitte durchgebogen ist. Obwohl ich sie jetzt extra schon ein paar Tage habe stehen lassen. Ich sage euch auch gleich warum. In der Hoffnung, dass sich das Ganze vielleicht ein bisschen setzt. Warte mal, seht ihr das? Wenn ich die hier hinstelle und hier drauf drücke, dann steht die hinten ein Stück hoch. Weil man sieht es nicht mehr ganz so doll. Jetzt hat sie ja mittlerweile. Oh Gott. Dieses Ding ist einfach so schief. Das ist der Wahnsinn. Diese Hoses hier, die sind alle unterschiedlich lang. Angegeben sind sie mit einer 32er Länge. Die hier haben eine 34er Länge. Jetzt musste ich einen ganz unschönen Schnitt machen, weil ich gerade gesehen habe, dass die Batterie meiner Kamera alle ist. Deshalb zurück zu den Hoses und entschuldigt bitte den Schnitt. Also, die hier, eine 34er Länge und alle Hoses in dem Set sind unterschiedlich lang. Jetzt sollte man doch meinen, dass eine Maschine, die die Dinger industriell einfach nur stumpf abschneidet, nicht so heftig viel Spiel hat, dass die alle dermaßen unterschiedlich sind. Dieses Teil hier, das ist auch so ein besonderes Kunststück. Das ist auch eins, was komplett falsch in der Anleitung war. Hier sollte eigentlich noch eine 1x1 Roundplate drin dazwischen sitzen. Dann kann man es aber hier nicht mehr einklicken. Total geil. Genau wie dieses. Das ist das vorhin, was ich meinte. Da ist die eigentliche Konstruktion, die hat auf der Seite hier so einen kleinen Abstand. Der ist in der Anleitung nicht vorgesehen und deshalb passt das dann am Ende alles nicht mehr. Das Ding hier ist auch total geil. Hier sollen. Guck mal. Hier sind Plates unten drunter mit O-Clips in thick. Also dicke O-Clips. Und die sollen hier auf U-Clips, die auch dick sind. Und zwar so, dass das von oben einrastet. Das passt nicht. Wenn das dünne O-Clips, die schwarzen wären, dann würde das vielleicht gehen, aber nicht mit den dicken. Das hat einfach viel zu viel Abstand. Das Ding springt alle paar Minuten da raus. Ah, das ist das nächste am Bauteil abgefallen. Ach Gott, ich geb's auf. Dann, auch geil, die hier. Clear Bricks, die sind so ein bisschen milchig, aber ich nehme an, dass das irgendwie am Herstellungsprozess liegt. Und ich vermute, eigentlich hätten 6 Stück drin sein sollen, die diesen Mittelbalken haben.
aber das ist für euch fokussiert. Davon waren aber nur vier drin und zwei ohne Mittelbalken. Das Ding ist wieder abgefallen. Also, kurzum. Diesem Set mangelt es an Konsequenz. Ich vermute, dass derjenige, der das designt hat, der hatte eine tolle Idee. Die UP4000-Klasse ist eine wundervolle Dampflok. Damit hätte man super was machen können. Ich vermute, dass das Ganze am PC designt wurde. Und noch schlimmer, ich vermute, dass das nie gebaut wurde. Und ich muss sagen an der Stelle, dass falls Blue Bricks ein internes Review-System hat, hat das hier vollkommen versagt. Jeder, der dieses Set aufgebaut hätte, muss diese eklatanten Mängel in diesem Set feststellen beim Bauen. Und selbst wenn er Steine bekommt, die in einer besseren Qualität waren als die, die ich bekommen habe, hätte er die Konstruktionsfehler bezüglich dieser Anbauteile, bezüglich der Aufhängung von diesen Rädern, bezüglich der unterschiedlichen Hoses. Und die Idiotie ist ja auch, man soll laut Anleitung diese Seite komplett fertig mit allen Deko-Elementen bauen, dann soll man das hinlegen und auf der anderen Seite Plates festdrücken, um die ganze Konstruktion zu stabilisieren. Und die ganze Zeit liegt es hier auf den Deko-Teilen. Die fliegen am laufenden Band ab. Falls es ihr noch nicht gebaut habt und ihr habt es vor, baut die Deko nicht dran. Macht das am Ende. Macht das erst so, dass alle einmal irgendwas Plates, die hier verbaut werden, alle dran sitzen. Und dann erst die Deko. Es ist einfach die Hölle andersrum, weil euch alles abfliegt und ihr am laufenden Band wieder von vorne anfangt. Und ihr seht es hier schon im Video, wie viele Kleinteile hier jetzt rumliegen, die mir am laufenden Band abfallen. Wir haben fehlende Querverbindungen, wir haben komplett schiefe Steine und so, das nächste Teil ist abgefallen, und so unfassbar viele Fehler in der Anleitung. Ich könnte hier noch Stunden weiterreden und ich sehe aber schon, wie lang das Video jetzt schon ist. Und ich möchte euch etwas nicht vorenthalten. Ich bin nun eigentlich ein recht fairer Mensch. Und ich bin auch nicht darauf aus, hier Blue Bricks im Allgemeinen schlecht zu machen. Ganz im Gegenteil. Was ich sage ist, dieses Set ist Schrott. Und zwar von vorne bis hinten. Heißt aber nicht, dass Blue Bricks als Konzern generell schlecht ist. Ich sage nur, dass dieses Modell nicht gut ist von ihnen. Also habe ich mich hingesetzt und habe die Fotos, die ich gemacht habe, die ich euch jetzt auch gezeigt habe, plus sehr sachlich, sehr freundlich, ein Review geschrieben per Mail an Blue Bricks. Zeige ich euch mal. Habe ich nämlich mitgebracht. Ich habe über 9 DIN A4 Seiten mit Kommentaren, mit Fotos, wie gesagt, sind alles Fotos, die hattet ihr hier im Video, mit jeweils genauen Beschreibungen, was nicht funktioniert, welche Spaltmaße sich ergeben, wie schlecht die Qualität der Steine ist, über die Fehler der Anleitung, über einfach konstruktionsbedingte Mängel, habe ich ihnen geschrieben. Und habe doch mal drum gebeten, dass es dazu mal eine Rückmeldung geben möge. Wie gesagt, sehr ausführlich. Ich war in keinster Form beleidigt. Ich war nicht mal ironisch. Und das finde ich, ist eine Meisterleistung. Ich kann eigentlich fließend ironisch. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Aber so, habe ich geschrieben. Habe ich freitags geschrieben. Und das war der Grund, warum dieses Modell jetzt einige Tage stand. Ich stand eigentlich schon in den Startlöchern mit dem Video, habe diese Mail geschrieben. Ich war auf 180 nach dem Bau und dachte mir dann aber, halt. Blue Bricks hat über YouTube und über Facebook und andere Social Media Seiten so eine gute Reputation. Du wartest jetzt drauf, was sie dir schreiben als Antwort. Wie gesagt, ich habe alle Mängel. Dieses Anbauteil am Tender, die schlechte Qualität der Steine, dass das Modell verzogen ist, dass Konstruktionen in der Anleitung nicht funktionieren, dass die Anleitung nicht richtig durchdacht ist, dass man teilweise Teile gar nicht sieht, etc. Ich habe alles aufgeschrieben, so sachlich wie mir möglich war, und habe einfach darum gebeten, sagt mir doch mal irgendwas dazu. Ich habe nicht impliziert, dass ich mein Geld zurückhaben möchte. Ich habe auch nichts bezüglich Ersatzteile oder Ähnliches erwähnt. Ich habe lediglich um eine Stellungnahme gebeten. Am Montag bekam ich eine Antwort von Blue Bricks. Und die habe ich hier.
Und weil diese Antwort einen gewissen Grad an Krassheit hat, möchte ich euch die vorlesen. Ich lese euch diese Nachricht genau so vor, wie sie geschrieben wurde. Hallo Katrin. Gerne kannst du die fehlenden Ersatzteile für Blue Brick Specials auf unserer Homepage, wie unten beschrieben, selbst nachbestellen. Dazu logge dich bitte in unserem Shop ein und füge unter Kontakt Folgendes aus. Fehlende Teile reklamieren gilt nur für Blue Brick Specials. Anschließend wirst du auf das Kontaktformular geleitet, in dem deine Kundendaten bereits ausgefüllt sind. Im nächsten Step bitte die Auftragsnummer und Artikelnummer auswählen. Dann auf Ersatzteile hinzufügen klicken, damit sich die Ersatzteilliste öffnet. Als nächstes die fehlenden Teile auswählen und die Stückzahl angeben. Wenn alle fehlenden Ersatzteile ausgewählt wurde, auf Hinzufügen und anschließend auf Senden klicken. Sobald wir deine Reklamation erhalten haben, wird diese schnellstmöglich bearbeitet. Viele Grüße, Blue Bricks. In dieser Nachricht verstecken sich 17 Rechtschreibfehler auf 100 Wörter. 17. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendwo ein Tippfehler drin ist. Mache ich selber. Aber das hier schicke ich keinem Kunden. Nicht wegen der Rechtschreibfehler, sondern weil hier überhaupt nicht ein Pinselstrich drauf verwendet wurde, auf mein Feedback einzugehen. Da ist kein, es tut uns leid drin, dass du mit der Qualität des Sets nicht einverstanden bist oder dass du unglücklich darüber bist. Da ist auch keine Entschuldigung drin. Es wird überhaupt kein Bezug genommen auf alles, was ich geschrieben habe. Das heißt, sämtliche Kritik, die ich hier in diesem Video äußere und die ich euch gezeigt habe an diesem Modell, ist Blue Brick vollkommen egal. Vollkommen. Und stattdessen wird jemand hingestellt. Ich habe hier mit Absicht den Namen ausgestrichen, damit ihr das nicht seht. Ich möchte hier niemanden persönlich angreifen. Stattdessen wird jemand geschickt, der offensichtlich nicht mal die Zeit hat, eine Nachricht zu schreiben, die er vor dem Abschicken nochmal liest. Und diese unglaubliche Peinlichkeit wird einem Kunden zugemutet. Wie gesagt, ich bin nicht als Händler bei Blue Bricks registriert. Ich habe dieses Modell für mich bestellt, weil ich es haben wollte, nicht weil ich es verkaufen wollte. Ich bin unfassbar enttäuscht von dem, was Blue Bricks glaubt, was Umgang mit Kunden ist. Und noch mehr enttäuscht bin ich davon, dass ich hierfür 70 Euro ausgegeben habe. Und ich werde mich bestimmt nicht hinsetzen. Einfach, weil mir dafür vollkommen der Nerv fällt. Ich müsste mindestens 40% aller hier verwendeten Teile, und jetzt rechnet euch aus bei roundabout 1400 Teile, wie viel es ist, reklamieren. Die fehlen nicht. Die sind nur vollkommen qualitativ unzulässig. Ich würde mich niemals trauen, euch so verzogene Steine, so beschädigte Steine auch nur im Ansatz anzubieten. Und schon gar nicht für den Preis. Wir sind hier immer noch in einem Teilebereich, in einem Preis von 5 Cent pro Teil. Das wäre im Normalfall vollkommen okay. Aber was ich als mindestens erwarte, egal was ich kaufe, ist, dass die gekauften Teile fehlerfrei sind. Wenn ich in einen Autohandel gehe und ich entscheide mich gegen Mercedes, weil die mir zu teuer sind, und für Fiat, weil ich da auch ein Auto bekomme, das mich aber weniger kostet, möglicherweise, und der Autohändler stellt mir ein total zerkratztes, verschrammtes Auto hin, Neuwagen, und ich frage den, entschuldigen Sie mal bitte, das kann doch nicht sein, das ist doch ein Neuwagen, warum ist er denn total zerkratzt und zerschrammt? Kriege ich ja auch nicht als Antwort, oh, Ersatzteile können Sie ja hinterher bestellen, ne? Würde ich nicht kaufen. Absolut nicht. Finde ich eine bodenlose Unverschämtheit. Finde ich auch hier eine bodenlose Unverschämtheit.
Ich hatte, bevor ich das Modell aufgebaut habe, habe ich Bluebrings geschrieben und habe gesagt, dass ich eigentlich gerne einen Affiliate-Link hierfür hätte, weil ich Werbung machen möchte für dieses Set. Habe ich auch eine Antwort drauf gekriegt. Ich werde das nicht machen. Von mir gibt es für dieses Set keinerlei Kaufempfehlung. Im Gegenteil, kauft das auf keinen Fall. Ihr kauft euch 5 bis 6 Stunden hochgradige Frustration. Wenn ihr eine genauso schlechte Qualität bekommt wie ich, habt ihr hinterher auch noch Schrott stehen, den ihr nicht wahnsinnig weiter verbrauchen könnt. Und am Ende habt ihr etwas, baut es auf, lasst es stehen und fasst es nie wieder an. Ihr könnt dieses Ding nicht mal problemlos von eurem Tisch auf den Schrank stellen. Schon da fällt es euch dreimal auseinander. Jetzt habt ihr mich mal erlebt, wenn ich mich aufreg. Ist ja auch mal was anderes. In letzten Reviews habe ich mich ja nicht aufgeregt. Aber das hier ist eine bodenlose Unverschämtheit. Und deshalb, ich hoffe, dass wir im nächsten Video wieder eine bessere Zeit haben. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Baut etwas Schönes, baut nicht das hier. Nein, wenn ihr einen Zug baut, baut einen schönen Zug. Einen, der funktioniert und einen, der nicht so ein Schwachsinn hier drin hat. Und habt eine schöne Zeit, baut was Schönes. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Hoffentlich eine Rezension, in der ich mich dann nicht wahnsinnig so viel aufregen muss, weil mir macht das Puls. Ich glaube, das macht alt. Das ist einfach nicht schön. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video.